Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Ja, ich habe ja beim letzten Mal bei Manolords gefragt, was ihr gerne sehen würdet. Und ja, Satisfactory it is. Ich habe es ehrlich gesagt sehr, sehr lange nicht mehr gezockt. Also echt lange. Ich habe es damals in der Beta gezockt oder sowas. Und dann, nachdem es halt released wurde, oder was, Alpha? Also eine der Early Tests, wo man nicht, ja, ganz am Anfang halt. Und dann habe ich eine Zeit gezockt und dann habe ich es wieder aufgehört. Muss ehrlich sagen, irgendwie, ja, es war viel zu viele Spiele einfach draußen. Und dann habe ich es irgendwie leider ein bisschen vergessen. Also ich bin echt gespannt, wie es jetzt ist. Vor allem ist jetzt die 1.0 draußen, ist natürlich ein spannender Zeitpunkt, sich das anzuschauen. Deswegen würde ich sagen, wir machen ein neues Spiel. Und, was haben wir hier denn? Der erste von Fist ist ein gut befundene Wanderer, die aufgrund ihrer offenen und flachen Felder vom Bewahrung geeignet ist. Der Distanz zwischen einzelnen Ressourcen macht letztlich Außenposten und... Aha. Vorzeigeareal eines jeden Fistes-Handbuches. Mit ausgeglichenen Ressourcen, Platz und Distanzen. Außerdem liegt es nahe am Meer, was Wasser zu einer einfachen Ressource macht. Aha. Das ist der nördliche Wald. Ein üppig bewachsenes Areal mit hoher... Höhenunterschieden und wenig offenen Flächen, was das Bauen und Planen erschwert. Ungeachtet dieser Herausforderung bietet das Gebiet eine Vielfalt unterschiedlicher Ressourcen. Mhm. Das ist die Dünenwüste. Nähere Untersuchungen haben uns davon überzeugt, dieses Gebiet aufgrund seiner großen, weiten Flächen und vielseitigen Ressourcen als Baugebiet auszuweisen. Obwohl es ursprünglich als riskant galt, Biomasse und Wasserquellen sind rar und schwer zugänglich, was die anfänglichen Stromversorgung erschwert. Ich würde sagen, ich nehme den nördlichen Wald und wir nennen das Ganze jetzt einfach Sitzungsname. Gaming Time. Keine Ahnung. Ich lasse das Intro drin. Einfach, weil ich habe das so lange nicht gespielt, ich weiß gar nicht, was passiert. Also, let's go. Stadtblüten, Session Typ 1. Ja, passt. Gut. War das gerade die Ladezeit? Holy shit, das war kurz verzögert. Bin gerade so ein bisschen. Kurz testen, was da gerade war. Weil gerade eben, ich glaube, das war mal Laden. Ich hoffe, das war Laden. Ansonsten könnte das echt unangenehm werden. Oh. Visit. Hot OS. Separation from main transport complete. Group A delivered to Calistian region. All pioneers functional, initiating dispersion. Okay. Attention pioneer, I am Ada, your personal instance of the artificial directory and assistant. Welcome to the Fixit Incorporated Save the Day program. A Fixit pioneer has three core assignments. Construct. All pioneers must follow Fixit guidelines and instructions when constructing any building. Yeah. Automate. Voilà. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fixit selected planets are rich with resources exploit. Suitable for direct use or further investigation. Stay within your designated. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fix it. Short-term solutions to long-term problems. Okay. Initiating planetfall. Let's get falling. Entry in 3, 2, 1. Wee-ow! Beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Abtrieb. Okay. Du weißt, was du tust? Ah, wir haben den Fallschirm wenigstens. Das ist ungut. Ist jetzt gerade der Fallschirm kaputt gegangen? Ich sehe Bäumchen. Ich habe mal außerdem die Grafik ganz hochgedreht. Schau mal, was passiert. Bodenkontakt.
Integrity nominal. Omni Situational Exploration Suit nominal. Pioneer. Acceptable. In akzeptabler Verfassung. Ich glaube, du spinnst du. Schaut hübsch aus. Ja, nimm mal das Ding mit. Could be useful. Congratulations. You are the third in your region to survive planetfall. Welcome to Massage 2, ABB, in the binary system of Akicha. Was heißt, ich bin der Dritte, der es geschafft hat zu überleben? Loading objective-based introduction. Begin onboarding. Sammeln. Aber drücke Tab und... First contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere to fix-it procedure and equip the fix-it okay. Xeno Zapper before leaving the drop zone. Zip. Farming. Next objective. Dismantle the drop pod. Fix-it incorporated as cost-effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often referred to as the hub. Okay, jetzt hat, warte mal, Next objective. Was ist das Punkt? Use the resource scanner to find and collect additional iron to be able to build the hub. If you cannot find iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron sources. Mhm. Gib mir eine Sekunde, ich will gerade ein paar Pflanzen sammeln. Einfach weil ich es kann. Außerdem will ich mich mal ganz kurz... Das Ding lebt. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass dieses Ding lebt? Scheint eine lebende Pflanze zu sein. Wir müssen leise sein. Sonst wecken wir das Ding noch auf. Ah, es hat doch gar kein Gesicht, das Ding. Ja. Hm. Wir werden sehen, was passiert. Gut. Okay, Entschuldigung, ich bin gerade... So, hier, V. Eisenerz. Such. Hm, Eisen. 300, 400, 300. Wait. Nee, wir gehen zu den 300. Ein Gasier... Oh, moin. Warum denn schon wieder 300, Mensch? Ich will so einen Pilz aufnehmen. Steckpilz. Was war das jetzt? Potential edible collected. Reminder that look and smell alone do not provide sufficient data to determine exact risk of consumption. Just because it looks like you can eat it, does not mean it won't eat you. Warte mal, ich hab verloren, wo ich hin muss. 272. Guck mal, hier ist doch eh eine schöne Straße. Ich weiß gar nicht, was du hast. Potential edible collected. If consumed before authorized is compatible with the human digestive system by Fix-It, the consumer is responsible for any and all consequences. Store this potential resource for later use. Moinsen. Was geht? Wie geht's? Langbein. Lauf! Ich hatte echt Glück, dass das Ding nicht angegriffen hat. Ja, aber sah sehr friedlich aus. Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Hack mal ein Stück raus hier. Next objective. Use the build gun to construct the hub. Iron is a base component necessary for all near future progress, so ensure you build the hub close to iron sources. Fix-It does not pay by the kilometer. Das kriege ich noch hin, dass du pro Kilometer zahlst. Warte mal. Hologramm drehen, rauf, runter scrollen. Ich
setze dich jetzt einfach mal hier so hin. Geh weg. Brauch nur einen Hub. Hub Foundation built. The Hub Terminal and Crafting Bench are only the humble beginnings of a successful pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Once finished, the Hub will function as your base of operations. Next objective, complete Hub Upgrade 1. Das ist jetzt wieder so gleich wie früher, glaube ich. Also, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Wie gesagt, ich habe das so lange nicht mehr gespielt, ich kenne mich ehrlich gesagt. Also, ich merke so ein paar Sachen, die ich mir damals noch gemerkt habe, oder wie es damals halt war. Warte mal, wähle Stufe 0. Upgrade 10 von den Stangen. Warte, die habe ich gleich schon gesehen. Eisenstangen, hier. Klack, 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 so. Dann müsste das doch jetzt passen, oder? 10 Stangen hier rein. Hab verbessern. Eine Kiste! Upgrade 1, Storage and Frame completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Fix-It mission. Next objective, complete Hub Upgrade 2. Warte mal, Portal Miner. Was brauche ich hierfür? Noch mehr Eisen, Stromleitung, oh, Schmelzofen, nice. Kupferbahndraht und scannbare Ressource, also da ist dann Kupferzeit wieder. Oh, Eisen, warte mal, hä? Warte mal, hä? Warte mal. Wo war das Baumenü? Ne, Q war Baumenü. Ausrüstungswerkstatt. Werkbank. Gemisch befertigen von breiten Paletten an Teilen. Fehlende Materialien. 6, 4. Machen wir das doch einfach mal. Jetzt komm. Hopp runter damit. Ah, guck mal, da unten ist ein Hub. Man sollte einfach die Augen offen haben, ne? Das ist jetzt irgendwie blöd, dass das Tutorial über dem Ding drüber liegt, aber... Mir ist ja wurscht. So, okay. Und back. Hui! Wow. Renne und hier hin und machen wir erstmal Metall wieder. Oh, 51. Habe ich so viel gerade gesammelt? Holy shit. Gibt's da keinen. Ich halt gehen muss. Nee, ich muss gedrückt halten, bis es gleich warm wird. Oder gab es das nicht früher so, dass das irgendwann überhitzt? War da nicht irgendwas irgendwann? Es wird eh schon so farbig. Schaut mal so, als ob das bald überhitzen würde. Ich gebe dir mal eine ganz kurze Pause. Haben wir mal ein paar von den Dingern hier. 10 Stück oder sowas brauchen wir wahrscheinlich. Und von denen auch ein paar. Zack, 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 zack. Jetzt kann ich doch bestimmt die Ausrüstung bauen. Dankeschön. Ich hab's doch gebaut. Mobiler Miner, guck mal. Fertigen. Ich baue gleich zwei, scheiß drauf. Gut. Kann ich die jetzt einfach aufstellen? Die sind jetzt nicht hier drin. Also muss ich die dann... Ja. Ah, jetzt kann ich den platzieren, okay. Wow! Wow! Komm her, du Schwein! Alter, wie kurz erschreckt! Samples of new alien species acquired. Notable features are blunt, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Leck mich am Arsch, bin ich, hab ich mich erschrocken. Wahnsinn. Ah, du machst schon Eisen, super. Danke, Leute. Sehr freundlich von euch, dass ihr mich unterstützt. Da haben wir sogar eine Wassersource. Das ist ganz fein eigentlich, glaube ich, hier.
Ich glaube, das könnte eine nette Gegend werden. Mit den ganzen Bögen und alles. Schau mal, was wir daraus machen. Sind da oben Früchte dran? Da sind Früchte gleich dran da oben. Seht ihr das Rote? Alles nehmen. Von dir auch mal alles nehmen. Dann haben wir ein bisschen Eisen. Wee! So, was brauche ich fürs Upgrade 2? Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich habe schon wieder irgendwas im Background gehört. Ich greife jetzt gerade mal bitte einfach nichts an. Seht ihr das da auch? Da vorne? War das nicht das Ding, was man füttern konnte? Hm. Kann ich das fallen lassen? Hm. Nein, nicht. Dann halt nicht. Mir doch wurscht. Also ein guter Zeitpunkt, ich musste eh kurz mal die Anlage abkühlen lassen. Ich kann 100... das könnte anstrengend werden, ich sag's dir. So, dann machen wir schnell 20... Ich brauche 20 Eisenstangen. Okay, und 10 von euch. Na komm. Wir wollen Automatisierung. So. Aufbauen. Wo? Hub Upgrade 2, Power and Shell, completed. The smelter can turn raw ore, such as copper and iron, into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Mhm. Fun fact, most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, was? Complete Hub Upgrade 3. Sind Sie verarschen? Ach, keine Verbindung, so, warte mal. Machen wir kurz hier ein bisschen Cleaning. Ich höre hier dauernd irgendein Viech im Background. Ich hasse es, wenn ich Viecher im Hintergrund höre und ich nicht weiß, wo zur Hölle die sich befinden. Ach, das bist du, Alter. Mensch, ist der Riese, der hat doch eh nur Schiss. Das sieht ja wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Solange ich ein kleiner Assi wieder um die Ecke kommt, bin ich happy. So, nee. Ich wollte eigentlich auch... Nee, warte mal, Kuh war's. Wer legt das auf Kuh? Schmelzofen. Ah, dafür brauche ich jetzt Kupfer. Warte mal, Kupfer. Warte mal, wie war das? B. Nee. Scanner war V. Entschuldigung. Ah, ich muss Kupfer jetzt sagen. 128, was? Das ist ja um die Ecke. Da ist ja gleich Kupfer. Guck dir mal das an. Wow. Au. Hör auf damit. Du Assi. Komm her, du Schwein. Alter, die Dinger sind anstrengend. Ich brauche ein Maschinengewehr oder ein C4 oder sowas. Dann jage ich denen mal die ganze Anlage um die Luft. So schaut's aus. Also das Tutorial ist blöd platziert, ganz ehrlich. Ich sehe nicht, wie viel ich sammle.
Ich hoffe mal, das reicht fürs Erste. Warte mal, wo war meine Richtung? Da in die Richtung. Da sind meine Bohrer. Da sind meine Bohrer. Da oben, seht ihr das? Das ist irgendwas Blaues oder was Helles, Leuchtendes. Autosave beginnt. Wow, jetzt mache ich mir aber in die Hose. Kupferbahn. Ah, Speicherfolge, das war ja easy. Ganz, ganz gemütlich. So, machen wir ein bisschen. So, und dann. Noch ein paar Drähte. Aber Vorteil, wenn wir Kupfer so schnell um die Ecke haben, das ist ganz angenehm eigentlich, finde ich. Upgrade 3. Ne, warte mal, ich kann doch jetzt trotzdem. Ich brauche nur ein paar Metalldinger. Weil wenn er mir das schmilzt, dann habe ich schon mal ein Teil weg. Das ist ja gleich schon gar nicht schlecht. Und ich glaube, ich kann mir trotzdem ein, zwei Kabel machen, oder? Und dann mache ich mir Stangen gleich was ich brauchte. Machen wir noch ein bisschen was. Ist einfach nur praktisch, wenn ich mir das hier schnell schmelzen lassen kann. Irgendwann haben wir dann eh eine volle Produktion und hin und her, aber fürs Erste. Wie war das? Alter, das Kuh wird mich so aus meinem Leben ficken, ich sag's euch. Entschuldigung. Aber einfach, das ist. Wer tut das auf Kuh? Bisschen was noch nachbauen. Bin schön zufrieden, wenn ich nicht mehr das Eisen schmelzen muss. Das tut mir so viel Zeit sparen. Kuh. Und Schmelzer. Wir drehen den erstmal ein bisschen. Und platzieren den fürs Erste hier hin. Strom, Stromleitung. So, jetzt hat Eisenbarren. Minute, das ist doch schon mal eine schöne Zahl. Alles nehmen. Alles nehmen. Superino. Also für darf ich da gar nicht reinlegen. Ja, das ist jetzt natürlich noch so ein bisschen die Startzeit. Das ist natürlich ein bisschen einfach aufwendiger. Ich glaube, jetzt bin ich noch schneller wie eine Maschine zum Beispiel, aber das wird sich auch mit der Zeit ändern. Einfach mit der Zeit sich ändern. So, ich könnte jetzt 20 Eisenstangen schon locker machen. Ich brauche auch noch. Was passiert, wenn ich das Limit treibe? Was ist das Limit? Was passiert dann? Ich halte jetzt mal einfach gedrückt. Wir schauen, was passiert. Jetzt ist das schon richtig schön orange leuchtend. Macht das irgendwann einen Bumm? Geht meine Anlage kaputt? Passiert was? I don't know. Es wird aber langsam langweilig, wenn hier nichts passiert. Komm, du zitterst und bist orange. Irgendwas wirst du doch machen. Oder dann auch nicht. Mensch, du bist langweilig. So, ein bisschen hiervon. Zack. Und dann ein bisschen davon. Ich glaube, damals meine erste Anlage war so ein komplettes Chaos. Aber okay, das ist, vielleicht kennt ihr ja schon mittlerweile fast aus jedem meiner Let's Plays, dass das alles ein Chaos ist bei mir. So, Hub 3. Hub Upgrade 3, Interior Furnishing, completed. The constructor can produce simple parts. Ach, guck mal an. Power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human and thus prone to error. Next objective, complete hub upgrade 4. Okay.
So, wir sind jetzt mal ein bisschen bunt. Mach mal kurz kacken vielleicht. Ich kann Sachen runterspülen. Okay. Verstanden. Ich kann Sachen spülen. Was brauche ich hier für 20 Kabel Zement? Ich krieg Inventarplätze dazu. Schicke Sache. Und Förderbänder. Das ist das Upgrade, was sich jedes Kind wünscht, glaube ich. So, Eisen läuft durch. Das ist ganz fein. Ich glaube, ich mache mir noch ein paar mehr Teile einfach. Weil ich es vielleicht gar nicht schlecht brauchen kann. Und vor allem so ein bisschen was im Inventar haben an den Teilen ist gleich auch nie schlecht. Und dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen noch ins in den Bereich von Ding schauen. Von einer weiteren Schmelze fürs Kupfer. Ein paar Bohrer vielleicht aufstellen auch noch dafür. Das wäre eine ganz feine Sache, glaube ich. Dann kann ich nicht das Kupfer auch schmelzen und es einfach durchproduzieren lassen. Bis ich dann wirklich die Miner kriege und dann das Ganze mit Förderbändern machen lassen kann. Dann bin ich schon mal wenigstens so ein bisschen ready to go. Ich glaube, das ist dann auch gar nicht so schlecht. Verstärkte Eisenplatten. Dafür brauche ich dann wahrscheinlich Beton, oder? Dafür brauche ich Schrauben. Was brauche ich das jetzt? Machen wir ein bisschen Drähte. Ja, es ist lang her. Lang her wieder. Also jetzt, ich meine, ich merke wieder, dass so ein bisschen Fetzen noch von damals drin sind, auch wenn es echt lang her ist. Aber natürlich ist es trotzdem sehr, sehr lange her alles. Was habe ich denn jetzt eigentlich zum Bauen dazu? Ich kann einen Strommast bauen. Fehlt mir Beton für. V. Kalkstein. Oh! Das ging auch wieder sehr, sehr flott. Hier quasi um die Ecke. Jedes Mal, wenn ich in so ein Gebiet gelaufen bin, habe ich bis jetzt irgendeinen Deppen getroffen, der mich umbringen wollte. Ich prevente das jetzt und mache mir so ein bisschen die Fläche frei. Damit ich sehe, was passiert, wenn ich hier rumlaufe. Keine ungewollten Überraschungen mehr. Also, warte mal. Erstmal Stein schlagen. Jetzt sehe ich es wieder. Jetzt ist das Ding nicht so groß. Dam, 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 dam. Sammeln wir mal so 50, 60 oder so drumherum. Und dann wird es schon reichen fürs Erste. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Ran, dan, dan. Ran, dan, dan. Ran, dan, dan. Ran, dan, dan. So, gut. Zurück zur Basis. Back to base. Ja, die Base schaut natürlich jetzt gerade ein bisschen weird aus. Was? Was für eine Feindseligkeit gegen Pionier. Hallo? Ich gehe mal ins Haus. Habe ich kein Bett? Habe ich nur eine. Jetzt habe ich mich kurz vor mir selber erschreckt. Habt ihr das auch gesehen? Was war das für ein kleines Ding, was da mit Flügeln rumgerannt ist? Warum habe ich hier kein Bett? Nee, doch, habe ich doch kein. Ich darf nicht die Nacht schlafen? Hallo, mein Freund. Ich traue dem Braten nicht so ganz. Wo ist mein Maschinengewehr, wenn ich es brauche? Irgendwas mit Flügeln ist hier rumgelaufen.
Du warst es, du komischer Vogel. Du brauchst gar keine Hostility gegen mich zeigen. Bevor wirst du hier rausgerottet. Wir machen hier alles platt, wenn es sein muss. Aber ich kann jetzt hier Beton machen. Jawohl, ja. Wie viel Beton brauche ich zum Upgrade? 10 Beton und 20 Kabel. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Beton, weil ich habe jetzt viele Möglichkeiten dazu. Ein Kabel kann ich auch ein paar machen. So, okay. Mal gucken. Aber guck mal, ich kann ja rein theoretisch schon dich reintun und dich reintun und da auch. Machen wir halt noch ein paar Plattis, davon können wir auch noch ein paar machen. Dann sollte das ja fast kein Problem sein. Ey, dann haben wir schon fast Stufe 4. Warum denn auch nicht so gleich? Ja, wir fangen nochmal kurz bei unserer Mine nach. Oh, der hat alles durchgebrannt. Hulala. Warte mal, wir haben da oben die Bohrer, die haben sicher noch was übrig. Wo kommst du schon wieder her, mein Freund? Du Schwein. Komm her, du. Hast du verdient. Doch gar nicht, werde ich schon wieder angegriffen. Absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit hier. So ein bisschen Eisenplatten für uns. Mein Inventar ist schon wieder so bummvoll. Ah ja, so und Stufe 4 für uns. Spieler verbessert. Neue Gebäude. Grade 4, landing platform and utilities completed. Conveyor belts connect the output of one building to the input of another. Schön. Transport resources. Stimmt, due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyor belts. I know. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. Ein Miner. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective, complete hub upgrade 5. Das ist Tetris? Ernsthaft? Oh, warte mal, ich darf das nicht mehr verändern. Oh, da habe ich jetzt gerade verkackt. Das war sehr dumm. Fuck. Send it. Don't stress me. Don't do it. Ich könnte es echt besser, ne? Ja, dafür fehlt das Teil. Senden. I need to send it. I need to send it. Senden! Don't panic! Don't panic! Oh, fast einen zweiten Stern geschafft. Ah, irgendwann kriegen wir es noch hin.
wollte eigentlich die Forschungsstation. Wo ist die Forschungsstation? Jetzt gibt's eine Essensecke. Gab's denn nicht mal eine Forschungsstation früher? Aber das heißt noch lange nicht, dass ich die Kabel hier nicht fertig kriege. Ich muss jetzt nur erstmal noch ein bisschen Beton holen. Ne, warte mal, ich muss erstmal noch ein paar Stahlplatten machen, weil mir fehlen noch ein paar. Ein paar Röhrchen fehlen mir jetzt gerade. Die kann ich ja noch locker easy machen. Ohne Probleme. Dann haben wir die Innentaschen fertig. Brauchen wir noch ein Käbelchen noch. Was braucht denn das Kabel eigentlich? Das braucht nur Kupfer, ne? Bedeutet, da muss ich nur Kupfer sammeln gehen. Vielleicht bauen wir gerade ein paar Miner schnell. Und nehmen die mit. Warte mal, die kann ich ja hier drüben bauen. Zwei. Drei und vier. Top. Nein, ich hätte gern den hier auf der Hand. War in die Richtung nicht das Kupfer? Nee, in die Richtung war es Kalkstein. Schön, dass die keine Energie brauchen. Das ist so der nächste Vorteil. Und da drüben war es Kupfer. Exactolinos. So läuft das hier. Ein Miner, zwei Miner. Macht mal. Ich mache mir jetzt gerade noch weniger Stress drum, dass ich dafür noch kein Ding habe. Aber dann kann ich das nicht direkt hier dran setzen an beide und dann fertig weiter marschieren fürs Erste. Alles nehmen. Und alles nehmen. Dann habe ich schon mal 50. Ich brauche nur noch 7, von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm. Und ja, ich sammle Blätter wie verrückt, weil das ist für die Anlage eigentlich gar nicht schlecht. Dann habe ich ein bisschen mehr Energieproduktion. Vielleicht kriege ich mal Bären zusammen, damit ich den anderen Hyopider mir so ein bisschen anfreunden könnte. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Weil der rennt auch nicht weg, der guckt aber immer so. Ja, ich habe noch ein bisschen Eisen. So, okay. Obwohl, ich bin gerade beim Überlegen, ob ich nicht Kupfer brenne. Kann ich mir einfach eins leisten gerade? Ist das gerade möglich oder ist das gerade schlecht? Ich könnte einfach gerade einen schnell bauen. Strom. Ich kann Beton für. Ich kann doch bestimmt einfach eine. Nein, darf ich nicht. Dafür muss ich schnell Beton machen. Okay. Aber ein Beton ist jetzt auch nicht unbedingt die Schwierigkeit. Sondern wenn ich jetzt hier hingehe, sage ich hätte gern eins. Aber wie war denn das? F. Und dann machen wir zwei. Fehlt eine Stromleitung, Jungs. I need cables. Kupferbarren, dankeschön. Gut, dann mache ich schnell den Beton fertig. Dann können wir nicht den abgeben schon mal. Let's do this. Schick, 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 schick. Ja, schau mal, wir haben genug dabei. Also das muss ja reichen. Gut, dann muss ich mir jetzt nur noch das Kupfer fertig machen. Rein theoretisch könnte ich natürlich jetzt hier draußen eine Produktionsstrecke machen. Aber lohnt sich das jetzt schon? Mache ich doch lieber mit der nächsten Stufe. Hol ich mir die 20 schnell und dann... Step by Step. Schau mal, kriege ich schon 42 raus. Das ist doch gar nicht schlecht. Also kriege ich da 20 Kabel raus. Ich brauche 50. Das geht ja.
schaffen wir heute in der Folge. Easy, dann haben wir 5 Stufen direkt aufgestiegen. Schauen wir, wie schnell die Kabel gehen. Ich sehe da absolut gar kein Problem. Direkt nochmal ein paar Kabel abgeben. Ja, schau an. Easy Sache. Man muss halt nur Geduld haben. Das ist so die einzige Sache, die ich glaube ich eher weniger habe, aber... Da muss ich halt selber mitmachen. Bisschen Handarbeit muss jetzt auch noch sein, ne? Nicht nur alles immer den Computer machen lasse. So, gucke mal. Jetzt haben wir hier 62. Alter, ich drücke jedes Mal... Ich treffe jedes Mal den kleinsten Teil, der auf diesem Bildschirm ist. Diese kleinen Spalten. Nein, ich treffe nicht irgendwie das große Ding. Nein, ich treffe dieses kleine Zwischending. Ist recht so. Ist recht so. So, jetzt sollte ich genug haben, um eigentlich schon das Level abschließen zu können. Dann sind wir in dieser fremden Welt schon mal gut angekommen, haben ein paar Monster gekillt, eins verschreckt und eins verfolgt uns immer noch irgendwie ganz creepy. Und wir haben schon Stufe 5. Schau mal, vielleicht ist das Tutorial sogar schon gewesen. I don't know. Gebäude verbessert. Power expansion completed. Nein, 6. Unlike portable miners, can be connected to conveyor belts and requires power to function. Caution, as you expand, the energy demand of your production may exceed the capacity of your power grid. The onboarding program was established because Fixit pioneers often experience memory issues after planetfall. If you are experiencing nosebleeds, nausea, existentialism, or an itchy scalp, there is no need for concern. This should pass within 5 to 7 work days. Next objective, complete hub upgrade 6. Okay, hub upgrade 6. Also du bist rein theoretisch mal ready. Hub upgrade jetzt. Langsam geht's los. Das ist das letzte Upgrade, glaube ich, für das. 100, 100, 150. Okay. Dann kriege ich... dann kann ich Biomasse produzieren. Und Biomasse-Generator, der gibt mir dann mehr Strom. Und den Weltraumlift. An den kann ich mich noch erinnern, weil das Ding ist fucking riesig gewesen damals. Bin gespannt, wie groß das heute ist. Gut. Was habe ich gebraucht? Schmelzofen. Na, ich brauche erstmal meiner. Beton. Habe ich noch Beton? Ne, aber nicht mehr. Muss ich nur schnell. Mal erhole ich schnell und dann können wir das vielleicht gleich direkt auch irgendwie kombinieren. Einmal hier durch die Wildnis durch, bitte. Mitnehmen. Mitnehmen. Wir nehmen ja natürlich auch gleich das Kupfer mit, weil, why not? Guten Tag. Ich hätte gern mal alles. So. Die Sache ist, kann ich jetzt... Habe ich schon einen Splitter? Ich glaube nicht, ne? Weil die Sache ist ja, ich muss das ja rein theoretisch splitten. Danke für Ihre Unterstützung. Ich baue jetzt mal einen Bohrer. Einfach noch ein bisschen Platten, genau, da war was. Platarinos und ein bisschen Beton. Die Sache ist, ist der Beton jetzt... Alter, das Ding tut mich bis heute verwirren. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist der Beton schmelzbar oder ist der produzierbar? So, Eisenbahn. Oh, ich habe ein paar Eisenplatten, ne? Ja, warum habe ich so viel Metall im Inventar? So, okay, schauen. Ich habe überall die Möglichkeit, was draus zu machen. Wir müssen nur ein paar Platten produzieren und dann kommen wir langsam voran. Ich muss halt nur überall wieder Strom hinkriegen, das ist die nächste Sache. Andere Sache, Kuh, was kostet mich ein Schmelzofen? Kupfer. Kupferbarren, ein Quadrat kann ich ja schon machen direkt. Weil dann passt es nicht auch. Dann haben wir Draht direkt, können wir noch ein paar Kabel ziehen und alles. Wir haben Beton dabei. Das sollte jetzt auch kein Problem sein. Dann können wir nicht nach hinten direkt eine Leitung ziehen.
wenn wir das Ganze schon so herrichten. Ich hole mir jetzt nur ein bisschen Draht, weil dann kann ich noch ein paar Kabel ziehen für jede Verbindung. Ist vielleicht gar nicht schlecht. So, okay. Fangen wir doch direkt beim Kupferino an. Kupferino war hier. Danach machen wir Eisen und das ganze Rest Zeugs und dann werden wir das schon kriegen. Moinsen, meiner mitnehmen. Jetzt habe ich so viel davon. Oh. Einmal einen meiner würde ich hier hin. Und dann bauen wir noch einen Schmelzofen. Wollen wir hier so seitlich hin. Genau. Und dann brauchen wir Logistik. Einen Förderrahmen. So. Und hier mache ich mein erstes Zwischenlager hin, für was ich zu wenig Eisenstangen habe. Aber okay. Wir machen das jetzt hier wieder ganz logisch, wie auch immer. Ich habe keine Eisenstangen mehr. Ich würde sagen, das ist der absolute Killer, oder was? Scheint so. Aber Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir ja auf jeden Fall weiter. Wir haben ja noch genug zu tun. Und unsere Anlage läuft ja schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Beim nächsten Mal fangen wir an, die ganze Automatisierung hier zu machen, um zu schauen, dass wir Stufe 6 fertig machen, um das erste Grundgebäude sozusagen abzuschließen und hoffentlich auch vielleicht was forschen zu können. Aber ich hoffe, euch gefällt die neue Serie. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um über jedes neue Video informiert zu werden. So, jetzt haben wir's. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.